Komm schon! Komm schon, Baby! DPS vom Feinsten! Yeah, Buddy! Seid ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich spiele die ganz neue Cassiopeia, also ihr Rework. Und sie scheint im Late Game sehr, sehr stark zu sein. Im Early muss man immer noch aufpassen. Ich habe sie jetzt schon das ein oder andere Mal gespielt. Und grundsätzlich muss ich sagen, ich sehe immer noch dieselben Schwächen wie davor. Also für mich kein LCS-Pick. Denn sie ist relativ unmobil. Sie wird schneller, wenn sie ihr Q zwar trifft. Aber sie hat ansonsten kein CC. Also bis auf die Ulti natürlich. Ja, hier dieser kleine Slow. Aber es ist so wenig. Und die Range von ihrem, eigentlich Q und E haben nicht ganz so eine kurze Range. Aber ich habe immer diese Erwartung an einen Champion, der so unmobil ist, dass er ein bisschen mehr Range hat und ein bisschen mehr die Gegner ärgern kann. So wie zum Beispiel Xerath. Von Xerath, der Hauptspell ist sein Q, womit er Schaden macht. Und alle anderen Spells haben auch eine unglaublich weite Range, aber das Q gibt ihm unglaublichen Harass, er kann super farmen. Ich weiß nicht, wir gucken mal, ich kann ja noch meinen Eindruck auf jeden Fall ändern, meine Meinung. Auf jeden Fall erstmal auf Level 1 das Q, dann wird das E hochgeskillt, das W auch einmal, dass dir das was Gift bringt. Und immer mit Gift muss man die Gegner töten. Das ist jetzt ziemlich geil. Ich muss eigentlich dafür sorgen, dass ich nur ins Late Game komme. Vielleicht ist das ihre Stärke, denn im Late Game ist sie super stark. So, und wir haben hier ein Mirror Match. Cassio gegen Cassio. Wir haben auch beide Ignite genommen. Ich finde die Ignite auf ihr eine sehr gute Wahl, weil sie wirklich auch in die Range kommt, die Ignite einzusetzen. Und sie halt auch diesen... Verdammt, diesen überraschenden DPS halt hat. Tobelli. Ein Minion fehlt mir noch. So, und jetzt läuft das folgendermaßen. Hopp, was? Im Spiel gerade habe ich mehr Schaden. So, nochmal. So, immer die vergifteten Einheiten töten, um die Stacks zu sammeln. Ist natürlich die Frage, wer kommt schneller an die Stacks? Kann ich ihre Stacks sehen? Oh, sie hat 10. Und ich muss auch immer mit dem E farmen, damit ich genug Mana auch zurückhole. Oh, sie hat deutlich mehr Mana als ich. Schade. So, sie hat auch noch beide Tränke. Oh. Ich hatte sie jetzt hier kassiert. Habe ich ein bisschen zu viel Minion-Aggro. Ich habe einen Ticken mehr CS als sie, aber eigentlich relativ unwesentlich. Violence is so messy.
Das Gute ist, dass das E immer wieder Mana zurückgibt. Und nicht nur die Mana für den Spell an sich, sondern sogar noch zusätzlich Mana. Ihr seht, dadurch habe ich sogar nicht wirklich Mana-Probleme. Die weiß es? Sie weiß es ja doch gar nicht im Wort gestellt, oder? Jetzt könnten wir irgendwas machen. Okay, also das finde ich wieder interessant, diesen Aspekt nur zu farmen. Auch tatsächlich farmen zu können. Komm schon, Bro. Bob, beziehungsweise Baby. Sie hat 6. Wieso hat sie so mehr Stacks? Ich habe auf jeden Fall besser gefarmt bisher. Das ist aber ziemlich geil. Es erinnert so ein bisschen an Vega, an Nasus, die ja sich hochstacken müssen. Und ihr müsst hier immer diese Kombination, der Gegner muss vergiftet sein, damit ihr ihn tötet und damit halt auch einen Stack mit eurem E generiert. Das klappt aber gerade erstaunlich gut. Vielleicht liegt es daran, weil ich auch gegen eine Cassio spiele. Und keiner von uns geht zurück. So, 10 CS mehr, das... Oh, 1700, da kann man natürlich sich schon was zusammenshoppen. Und die Träne ist natürlich nicht schlecht. Der Kelch ist nicht schlecht. Aber mit so wenig Mana-Problemen gönne ich mir jetzt Rod of Age. Ich gönne mir jetzt den dicken Stab. Ey, ich gehe jetzt hier gleich so aggressiv rein. 5 Tränke, damit ich maximal viel Mana regenerieren, Leben regenerieren kann. Denn mir ist es gerade aufgefallen, das war mir in den vorigen Gameplays noch gar nicht so bewusst. Immer wieder, wenn ich mit dem E einen Kill hole, killing an enemy with Twin Fang restores its Mana plus additional 3% of Cassiopeia's total Mana. Und das heißt, ich mache im Endeffekt immer so ein bisschen Mana plus. Und sie hat jetzt natürlich einen ganzen Brocken weniger AP als ich. Komme, Bro. Ich bin natürlich jetzt gespannt, was sie shoppt, aber mehr als ich kann, sie ja gar nicht shoppen. Nice. Alter, richtig nice. Also mir gefällt gerade dieses Prinzip, aber es ist sehr schwierig. Man muss vorsichtig sein. Vielleicht ist sie halt ein toller Counter zu Nahkämpfern zum Beispiel. Zack, immer wieder die vergifteten Mignolitas hier wegschnabulenze. Oh, First Blood. Geil. Geil, geil, geil für unser Team. Es ist Community gegen den Rest der Welt. Als zweites wird das Q hochgeskillt. Was pinkt der da? War da jemand? Oh, da ist Shaco.
Oh, da kam der Damage. Was hat sie sich denn gekauft? Den Kelch. Den Kelch. Und ich hab's mir gedacht, deshalb gehe ich hier auf maximale Aggro. Denn was Cassiopeia auszeichnet, was sie wirklich besonders und einzigartig macht, das ist die Tatsache, dass sie extrem hohen DPS hat. Und mit der, ich habe jetzt natürlich echt einen fetten Damage-Vorteil. Genau diese 10 CS, die ich mehr hatte, die haben sie jetzt hier, glaube ich, gemacht. Wir haben jetzt die Lane ein bisschen gewonnen. Und man kann halt eine Lane nicht nur dadurch gewinnen, dass man Kills holt, sondern auch absolut dadurch eben, dass man mehr CS holt. Denn mehr CS... Die ist tot. Yo! Nice! Mit Ignite, mit Flash, mit der Ulti zu Stein verwandelt und in Stein zerquetscht. Oh yeah. Hole ich mir jetzt echt als erstes den Hut? Ich meine, allein mit dieser Fähigkeit, mit dem E, dass es 3% der maximalen Mana regeneriert, könnte man eigentlich echt überlegen, ob man sich nicht dann doch die Träne sogar holt. Das Geile, was auch hier extrem gebufft wurde, das finde ich wirklich der mit der stärkste Buff, ist, dass das E sofort refresht, sobald es nur abgefeuert wird. Puh, die hat jetzt hier echt nicht die Chance. Nicht den Hauch einer Chance. Sie ist 2 Level unter mir. Obwohl sie es am Anfang auch gut versucht hat. Und ich kann sie jetzt zone. Ja, das war's jetzt für sie. Santa Champion. Muss ich sie nochmal im Ranked ausprobieren? Und wieder vergiftet. 103 Stacks und ab 75 Stacks gab es schon den ersten kleinen Bonus. So, jetzt muss ich mal wieder ein paar Einheiten hier mit dem Gift töten, um ein bisschen Mana zu regenerieren. Cooles Ding eigentlich. Habt ihr Mana-Probleme, tötet ihr einfach die Gegner. Tötet ihr die Gegner einfach nur mit dem E. Komm schon, Baby! Johohoho! DPS vom Feinsten! Hm, interessant. Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Champion halten soll. Yeah, Buddy! Da wird's für mich übernommen. Und jetzt mit 2000... Ich kann mir echt den Hut als erstes holen. Alter, was wird das für ein böser Power Spike? Mit einer Fähigkeit, die, wenn der Gegner vergiftet ist, 0,5 Sekunden Abklingzeit hat. Das ist richtig, richtig böse. Ja, Ignite war nicht schlecht. Ignite war auch nicht schlecht, vor allen Dingen für den ersten Kill. Ja, ich bin halt gespannt, wie läuft das zum Beispiel gegen einen Yasuo. Yasuo als Nahkämpfer, der kann mit seiner Windwall wieder viel ablocken. Wie läuft das gegen einen Zed? Wobei, wenn Zed ultiert, müsste man selber gucken, dass man die Ulti wieder richtig setzt. Ich kann es schwer einschätzen. Ich habe diesen Champion selber nicht oft gespielt. Und jetzt natürlich den ganz neuen spiele ich jetzt überhaupt nicht oft. Ist das geil. Schön hier die vergifteten Viecher. Ist auch vergiftet. Immer müsste gucken, nur wer vergiftet gerade ist. Bob, jetzt ist der gleich vergiftet. Zack.
euch das doch an, was das für ein Schaden ist. Und jetzt hier 0,5 Pop. Ey, das macht natürlich auch das Farming hier extrem einfach gerade. Komm schon! Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ah, noch so viel Damage versucht zu machen, wie geht. Auf den richtigen Shaco. Wenn Shaco einen Buff hat, dann seht ihr das sogar, wenn diese beiden Puppen da sind. Aber immerhin einen mitgenommen. Also die Cassiopeia kann nichts mehr machen. Sogar wenn sie gegankt wird, wird es für sie schwierig. Und jetzt hole ich mir Stundenglas. Wäre natürlich richtig geil. Oh, Rhea's Crystal Scepter. Das finde ich jetzt auch interessant. Ich baue das mal. Zumal es mir halt diese Portion Tankiness gibt, die ich glaube, dass die Cassiopeia fehlt. Und wenn ich mit jedem E auch noch den Gegner slowe, dann kommt er doch gar nicht mehr weg. Das heißt, er ist perma-vergiftet. Ich werde mit dem Q sowieso immer schneller und das Q hat auch schon 3,8 Sekunden. Das heißt, ich werde mit dem Q schneller, ich kann mein E die ganze Zeit abfeuern und ich verlangsame damit den Gegner. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil. Auch die neue Splash hat gefällt mir gut. Riot mal wieder richtig guten Job gemacht. Und 118, 120 die gegnerische Tristana. Was? Was war da denn gerade los? Oh oh. Vergiftet! Vergiftet, weil sie durch diese Lache getreten ist. Zack, und jetzt geht's für mich easy. Wow, das Farm ist krass mit ihr. Guckt euch das mal an. 0,5 Sekunden Abklingzeit auf eine Fähigkeit. Das ist halt so ein Todes-DPS, wie Yasuo ihn hat. Ja, und die gegnerische Cassio musste schon wieder weg. Ich glaube auch, beziehungsweise ich meine, wenn Cassio so ähnlich ist wie damals, dann hat sie immer noch diesen ganz, ganz brutalen Teamfight-Effekt, einfach alle mal in Stein zu verwandeln. So, und jetzt habe ich doch zumindest schon mal den Tower. Das macht mich natürlich jetzt auch anfälliger. Angriffe. Die Frage ist jetzt... Oh. Ach, Shaco. Oh, ja! Allen ins Gesicht erstmal. Ah, schade. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Schade. Ne, da kann ich nichts machen, wenn drei jetzt bei mir sind. Wie sieht es denn bei unserer Botlane aus? Unsere Ash hat ja auch 116 CS, also ist das eigentlich in Ordnung. Oh, und jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn die Gegner jetzt besser roamen. Und sie haben die Tristana, die starke Late-Game-Tristana. Okay. Okay. Okay, Ash. Von Ash hätte ich da jetzt gerade noch ein bisschen mehr Auto-Attacks erwartet, aber insgesamt good job. Gegner vertrieben. 10 zu 7. Die Gegner haben ein bisschen was aufgeholt. Yo. Das ist natürlich schade, dass die Gegner hier auch eine Cassiopeia haben. Weil sonst könnte ich genau diese schöne Ulti im Teamfight so als Vorteil nutzen. Und so haben die Gegner ja genau diesen selben Vorteil. Oh, geil. Boom. Boom, baby, boom. Mann, Ash, good job. Dame, good job. Dass der Error so geil getroffen hat. Das ist auch hier eklig. Dieses Zoning mit der Lache. Not so easy.
Oh, und bald habe ich meine 200 Stacks und dann gibt es wieder einen kleinen Bonus. 10% Increased Ability Power, 25% Cooldown Reduction. So, die Lache, Leute, die Lache. Total eklig, dieses Ding. Ah, ich komme noch rechtzeitig, ich weiß es nicht. Und hier, Lee. Jetzt allen ins Gesicht! Komm schon! Nice! Nice! Allen ins Gesicht geschossen! Das Gewischen, das Gewischen! Ein Q. Oh, und jetzt sind meine. Und jetzt habe ich langsam keine Mana mehr. Das heißt, ich versuche jetzt einmal solo nochmal den Blue Buff zu machen. Und dann kaufe ich mir Rhea's Crystal Scepter. Kann ich. Dafür reicht es noch nicht. Vielleicht nach dem Blue Buff. Ach, der weg ist. Good job. Oh, 90 Mana. Deshalb holt man sich vielleicht doch gerne die Trainer. Oder Rod of Ages. Was? Ah! Lass mir die. Dann hätte ich mir das. Okay, egal. Dann warte ich jetzt die 20 Sekunden gleich. Und dann habe ich Rhea's Crystal Scepter. Ja, das sollte mir auch nochmal helfen, die Gegner richtig schön kalt zu machen. 5, 2, 3. Und insgesamt sieht's sehr, sehr gut aus. Der gegnerische Shaco macht keinen schlechten Job, hat aber nicht so dick gefarmt wie unser Lee. Also ist unser Lee eigentlich insgesamt vorne. Die Tristana. Die Tristana farmt interessant. Und dann auch ihre Kills schon geholt mit 2, 1, 3. Infinity Edge. Also die ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Eigentlich geil, dieser Rhea's Crystal Scepter Build, weil durch dieses Giants Belt hat man einfach diese paar Leben mehr, sodass die, man auch lange in den Gegnern drinstehen kann. Zumindest lang genug, hoffentlich, um diesen ganzen. Yo! Yo! Komm schon! Wow, Rennington, good job! Stacks, Baby. 200 Stacks, 419 AP mit zwei Items. Weil ich hier. Boah, eigentlich kriege ich nur 27 Bonus AP. Ist jetzt gar nicht so der Hammer. Was bei 430% nochmal increased. Also insgesamt. Ist da insgesamt 45% oder wie läuft das? Immer wieder, das ist ganz, ganz wichtig mit der neuen Cassio. Immer wieder einfach mit dem E vergiftete Einheiten farmen. Das ist so geil, wie sich diese Lache auch noch ausbreitet. Wow! Geiler Eschte. Lol. Mich kriegst du nicht so leicht, Baby. Mich kriegst du nicht so leicht! Und jetzt ist es, glaube ich, vorbei, oder?
Yo, die Gegner surrendern. Nice. 25, ne, nach 25 Minuten 23 zu 9. Ziemlich gutes Spiel. Cassio gegen Cassio. Ihr habt so ein bisschen meine ersten Eindrücke gehört. Also auf jeden Fall muss man immer mit dem E farmen, wenn die Gegner vergiftet sind. Und insgesamt finde ich sie echt interessant. Was meint ihr zu Cassiopeia? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin euer Powerwort. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt immer Vollgas und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.